Einen wunderschönen guten Morgen. Wir begrüßen dich ganz herzlich am Sonntag, den 21. Februar 2021, zu deinem Engel-Tagestrend und Tagesthema. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Heute sprechen wir über das goldene Zeitalter und was dich da erwartet und haben da noch was ganz Besonderes für dich, nämlich ein ganz, ganz besonderes Angebot, wo wir heute drüber sprechen möchten und ein sehr wichtiges Angebot. Danach kommen wir immer zum Tagesorakel und ganz zum Schluss werden wir miteinander beten. Und all das kommt nach dem Intro. Wir alle sind auf dem Weg ins goldene Zeitalter, das im Übrigen 2032 vollendet sein wird. Was die nächsten Jahre auf uns zukommt, das wissen die Engel ganz genau. Und es wird mit Sicherheit leider kein Spaziergang werden, aber wir können es uns leicht machen, oder wie siehst du das? Ja genau, wir können uns jetzt schon vorbereiten, wir können die Engel schon fragen, was die nächsten Schritte sind, beziehungsweise die Engel haben uns sogar den Auftrag gegeben, das zu tun, weil das sehr wichtig ist. Unendlich wichtig. Wir werden Fragen beantworten, wie, was kommt in den nächsten Jahren auf Europa zu und auch was kommt weltweit auf die ganze Welt, auf die Menschheit zu, wie wird sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren entwickeln, zum Beispiel, was wird in der Natur geschehen, was wird mit unserem Klima geschehen tatsächlich, und auf all das haben die Engel Antworten und wir machen noch viel, viel mehr. Ja, und zwar, wir sind zwei ganze Tage für euch da in einem Online-Webinar. Am 27. und 28.03. Da beantworten wir alle eure Fragen. Da machen wir ganz viele Meditationen, ganz viele Übungen. Es geht um Schwingungserhöhung. Es geht darum, die Schwingung der Dimension 5D länger aufrechterhalten, immer wieder schnell reinzukommen und einfach das neue Energielevel jetzt schon zu erleben, weil wir müssen damit nicht bis zum Ende des bis zum Anfang des goldenen Zeitalters warten, sondern wenn wir jetzt schon auf dem Weg sind, dann dürfen wir jetzt schon auch diese Schwingung erleben. Genau, und in diesen zwei Tagen machen wir ganz viel Energiearbeit mit euch. Das heißt, ihr werdet euch mit den Engeln der neuen Zeit verbinden. Ihr werdet erleben, wie euer Körper, euer Geist, eure Seele bereits jetzt angehoben werden und wir werden euer Bewusstsein ideal vorbereiten, so dass ihr sowohl auf die nächsten Jahre, das was kommen wird, optimal vorbereitet seid und es viel leichter haben werdet, damit umzugehen mit dem, was kommt, und auch auf das goldene Zeitalter ideal vorbereitet seid. Denn das ist in dieser Zeit besonders wichtig, dass ihr eben, wie gesagt, wirklich in eurer Schwingung vorbereitet seid. Wir geben auch in diesen zwei Tagen ganz tolle Tipps für den Alltag. Ja. Ganz klar, wie könnt ihr das im Alltag umsetzen? Was ist im Alltag zu tun? Was sollt ihr ganz auf der irdischen Ebene machen, um euch auch da gut vorzubereiten? Auch das machen wir, ne? Ja, auf jeden Fall. Und zwar, was sollte man jetzt schon machen und nicht warten bis nächstes oder übernächstes Jahr, sondern was ist jetzt schon nötig? Was muss jetzt gemacht werden? Weil übernächstes Jahr kann es im Endeffekt dann schon zu spät sein, weil wir ganz neue Herausforderungen dann haben. Genau. Und es sind eben deswegen ganz, ganz wichtige zwei Tage. Der 27. und 28. März. Und in dieser Woche haben wir das nämlich als Angebot der Woche für euch. Also ab heute bis zum nächsten Sonntag noch im Angebot. Anstatt 149,99 nur 99,99 für zwei vollständige Tage Online-Seminar. Wir fangen mittags an und es geht bis abends. Also ihr könnt in Ruhe ausschlafen und dann beginnen wir und haben den ganzen Tag für uns, für das Seminar. Genau, ihr bekommt uns alle beide dazu und das für diesen mega gigantischen Preis und es ist auch noch ein Wochenende und wie schöner kann man ein Wochenende verbringen wie mit den Engeln mit uns. Genau, und das Angebot machen wir wirklich jetzt nur einmal. Ja. Danach gibt es diesen Preis nicht mehr. Ist also ganz klar, ihr müsst bis Sonntag buchen, wenn ihr diesen Preis haben wollt, und die Plätze sind limitiert. Also die Empfehlung ist wirklich, seid schnell. Wir können, wenn die Plätze weg sind, auch keine Plätze hinzunehmen, auf gar keinen Fall. Es wird nicht mehr gehen. Wenn die Plätze weg sind, sind sie weg. Weil das geht ja bei uns technisch nicht. Und deswegen seid bitte schnell, weil wenn die Plätze weg sind, dann können auch wir nichts mehr machen, so gern wir es machen wollten. Genau, also wie gesagt, begrenzte Zahl. Und jetzt noch dabei sein, 27. 28. März ist das Datum für deine Transformation. Und jetzt schauen wir, was die Engel uns heute für den Tag zu sagen haben. Wie immer nehmen wir als erstes wieder die Lenormand-Karten der goldenen Zeit, um die Engel zu befragen, was sie uns für den heutigen Tag mitgeben möchten, welche Energien so vorherrschen, was du beachten solltest. Und dann schauen wir mal, was wir da haben. Wir haben das Herz, wir haben den Reiter und die Schlange.
In dieser Konstellation wird uns angezeigt, dass es sich heute natürlich ganz stark um die Liebe dreht, um das Gefühl dreht, um die Emotion dreht. Die Emotion bringt uns nach vorne, die bringt uns weiter und sie führt uns, wenn auch über Umwege und Schlangenlinien, wie die Schlange hier sagt, letzten Endes zu einem Ziel. Aber das macht gar nichts. Diese Umwege und Schlangenlinien solltest du heute auch mitnehmen, denn das ist zielführend. Wer weiß, was du auf dem Weg findest, wenn du diese Umwege gehst. Manchmal finden wir nämlich genau durch die Umwege auch erst die guten und richtigen Ergebnisse für unsere Seele. Genau, weil die guten und richtigen Ergebnisse gibt es erst, wenn man den Umweg gegangen ist, weil man einfach noch ein paar Erfahrungen dann machen darf, damit man das auch alles würdigen kann, damit man im Endeffekt auch die optimalen Startbedingungen hat. Das Leben ist voll Überraschungen und die Engel kennen auch den Weg. Also deswegen lasst euch überraschen, vertraut Gott und den Engeln und geht einfach die Wege da, so wie ihr geleitet werdet und geführt werdet. Und dann schauen wir noch, was das Kraft der Engel braucht, die uns für Impulse liefert. So, wir wollen schauen. Da bekommen wir Erzengel Orion, Erzengel Gabriel und den Spiegel. Der Spiegel ist mal frech, wenn der kommt. Ne? Genau, das stimmt. Oh, der ist gnadenlos frech. Also so oder so. Oder das ja, vor allem morgens. Morgens ja, auch noch? Auch noch. Ja, meistens kennt man die Person, die man da sieht, auch nicht so ganz. Genau. aber wenn man dann fertig ist, dann erkennt man die Person doch dann wieder. Ja. Ne? Aber ja, genau. Aber Erzengel Orion zeigt uns an, dass heute ein guter Tag ist, ein sehr schöner Tag. Gewisse Wünsche kommen zu uns, Dinge kommen zu uns von den Sternen. Wir werden quasi auch überschüttet mit Sternenstaub, wenn man so will, was uns wieder zum Leuchten bringt, was unsere Leuchtkraft erhöht, unsere Schwingung erhöht. Also auch die Schwingung der Liebe erhöht, wie die Lenormand-Karten eben auch gezeigt haben. Erzengel Gabriel will dir heute helfen, dein inneres Kind zu heilen. Er will dich darauf hinweisen, dass es genau darum geht, auch frühe Kindheitserinnerungen aufzulösen, aufzuarbeiten, genau da was zu tun, um, jetzt sage ich was, den Spiegel zu verändern. Nämlich, das ist der große Punkt. Das führt dann im Außen nämlich zu Veränderungen in deinem Leben, im Kleinen wie im Großen. Denn wenn du im Außen etwas verändern willst, dann musst du es als allererstes immer in dir tun. Denn wenn du versuchst, im Außen was zu verändern, dann kriegst du vielleicht kurzfristig etwas hin. Das schaffen wir alle mal, ne? Aber langfristig hast du damit niemals Erfolg. Genau, weil das ist ja auch gerade diese Frechheit am Spiegel. Wir haben uns alles kreiert, was in unserem Leben drin ist. Das heißt, alles, was wir im Leben drin haben, auch wenn wir es irgendwie nicht haben möchten, ist ein Spiegel unseres Inneren. Und wenn wir das verändern müssen, dann dürfen wir unser Inneres verändern. Das heißt, wenn uns im Außen was verletzt, dann haben wir alte Verletzungen im Innen von uns noch nicht geheilt. Und dann geht bitte nicht nach außen und warten auf den tollen Menschen, der euch das heilt. Und wenn der dann endlich da ist und wie auch immer oder dieses oder jenes Ereignis, dann da ist, dann ist alles geheilt, sondern heilt es jetzt schon und ihr könnt einfach weiter vorangehen, weil dann einfach diese Triggerpunkte im Außen, dieser Spiegel im Außen dann nicht mehr kommt, sobald ihr es im Inneren geheilt habt. Klar, wie auch sonst sollte Gott uns unsere Aufgaben zeigen, als durch einen Spiegel. Ne? Das ist immer ganz spannend. Natürlich könnte Gott uns das direkt sagen und wir kommunizieren mit den Engeln, wir kommunizieren mit den göttlichen Wesen, wir kommunizieren auch mit Jesus und ne, all diesen Wesen und empfangen die Botschaften sehr klar. Aber das kann natürlich nicht jeder so, wie wir das können. Das ist nämlich der große Punkt. Und dann braucht man umso stärker den Spiegel im Außen, um auch unsere Aufgaben, unsere Herausforderungen, unsere Chancen wirklich sehen zu können, um die Kommunikation Gottes sehen zu können. Und der Spiegel sagt ja immer, die Kommunikation Gottes, der uns dann auch auf die Dinge hinweist. Genau, und falls ihr Fragen habt, was ist jetzt mein Spiegel, wieso habe ich das jetzt in meinem Leben, wir sind gerne für euch da für eine Beratung. Das kann auch eine kürzere Beratung sein, wenn ihr nur ein, zwei Themen habt. Zögert nicht, euch bei uns zu melden. Wir unterstützen euch da gerne und schauen danach. Ganz genau. Und jetzt wollen wir wie immer noch miteinander beten. Erzengel Michael schickt uns heute die Karte Glaube und Vertrauen. Es ergänzt dieses Reading, wie ich finde, ganz enorm gerade. Denn genau darum geht's, wenn du den Spiegel verändern willst. Ne? Glaube an Gott, vertraue auf Gott und vertraue auch auf dich selbst natürlich. Ne? Auf deine Intuition, auf deine Feinfühligkeit, dass du erkennen kannst, was will der Spiegel dir sagen. Denn wir alle wurden von Gott mit allen Gaben, einer Intuition, einem Gefühl, einem Gespür für die Dinge ausgestattet. Du auch, ja, auch wenn du es vielleicht jetzt gerade nicht glauben willst, aber trotzdem bist du genau du, der jetzt diese Worte hört, mit dem Gefühl dafür ausgestattet. Findet die Person das wieder frech. Das ist, weil ich genau dich da anspreche. Ne? Ja, kann ich sehen. Das ist wieder der Hellseher. Aber wir beten einfach dafür, dass das gestärkt wird.
Lieber Gott und Erzengel Michael, wir bitten, komm, bitte kommt in meine Träume heute Abend und ersetzt Angst durch Glauben und Vertrauen. Lasst mich von Kraft, Mut und Vertrauen erfüllt sein in Gott und in mich selbst. Amen. Erzengel Raphael gibt uns auch nochmal eine schöne Antwort und auch einen schönen Hinweis: Übergib uns deine Sorgen. Also das finde ich jetzt absolut genial. Zum einen, wir haben das Potenzial, einfach in den Spiegel zu gucken, was zu verändern ist. Und wir müssen das auch nicht alles alleine schaffen, sondern wir dürfen Gott und den Engeln unsere Sorgen übergeben, damit sie uns heilen. Also das ist ja sowas von wunderschön und dafür wollen wir dann noch beten. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, ich bin bereit, euch jegliche Ängste zu übergeben. Bitte erlaubt mir, total loszulassen, damit ihr mich in dieser Situation, was auch immer das jetzt ist, könnt ihr alles reinlegen jetzt, was euch belastet, was ihr gern anders haben möchtet, was momentan für euch nicht so schön ist, all diese Situationen, bin ich bereit, mich in diesen Situationen bedingungslos von euch führen zu lassen. Amen. Und in diesem Sinne wünschen wir jetzt einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Tag bewachen und er führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe bis heute Abend. Udo Golfmann und Nadja Affendörfer. Tschüss.